Rate den Song. So, einen schönen guten Abend am Mittwochabend um kurz vor 6. Ich bin in der CCS, habe mich freiwillig gemeldet, um beim Wettkampf zu helfen. Wir sind mal beim zweiten Wettkampf von den Mädels von der CCS. Man sieht im Hintergrund das Sportstadion. Das ist gerade noch für die letzten Läufer vor dem Herrenrennen. Das Herrenrennen ist gerade zu Ende. Der letzte oder einer von den letzten Läufer kommt gerade rein. Und in ein paar Minuten ist der Start für die Mädels. Ich bin strategisch günstig platziert. Ich sehe jetzt praktisch den Start da hinten und auch die Ziellinie. Und ich muss dafür sorgen, dass die Kinder, die vorbeikommen, die richtige Route nehmen. Hoffentlich mache ich das richtig, dass sie keiner verlauft. Das war blöd, wenn einer disqualifiziert wird, weil ich zu blöd bin zum Einweisen. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe mir nachgeguckt, was ich machen muss genau, weil sonst hätte ich es quasi falsch geschickt. Ich depp. Start quasi schon verpasst. Ich habe es zwar kurz gefilmt. Lilly war jetzt gerade im Start in der führenden Gruppe mit dabei. Jetzt schauen wir mal, wie lange es da bleibt. 5 Kilometer, es ist total heiß. Und also es ist schwül. Die Sonne scheint gerade Gott sei Dank nicht. Wir haben einen Vulkan, aber es ist total schwül. Und sie haben sehr viel bergauf, bergab. Ich hoffe, dass das klappt. Come on! Abend am Abend, kurz nach 8. Rennen ist vorbei. Das Kind war beim Loslaufen an 5. Stelle und hat sich dann einige wenige Male überholen lassen und ist als 9. ins Ziel gekommen, was ein super Ergebnis ist. In Summe waren es nicht ganz so viele Mädels wie beim letzten Mal bestimmt 60, 70 Teilnehmerinnen in allen Altersklassen und da ist 9. Platz aus meiner Sicht ein hervorragendes Ergebnis. Sie selber war natürlich nicht zufrieden, ehrgeizig wie es ist. Aber ich glaube, für die CCS-Mädels war es immer noch 6. oder 7., also echt super. Und die Strecke war sehr bergig, was ja was ausmacht. Es hat 30 Grad gehabt beim Lauf und alles Umstände, die es laufen natürlich nicht leichter machen. In Summe sind alle Mädels ein bisschen langsamer gelaufen wie beim letzten Wettkampf am Samstag. Aber wie gesagt, 9. Platz, echt super, Hut ab, bin sehr stolz auf sie. Genau. Ein wunderschöner Sonnenuntergang, den man da sieht in der Ferne. Um 20.15 Uhr, um zurückzukommen zu der Frage, heute früh, wann die Sonne untergeht. Also um 20.15 Uhr haben wir einen wunderschönen Sonnenuntergang und dann ist aber auch ratzfatz dunkel in der Gegend. Gell? Schöner Sonnenuntergang. Kommt auf dem Film leider gar nicht so rüber, wie er in echt ist. Weil das ist echt ein wunderschönes Rot-Orange, das man am Horizont sieht, und das ist eigentlich jeden Tag durchgängig so, wenn die Wolken das nicht vermiesen. So, also Verzeichnen. Früher. 3:30, jetzt geht's los, der Container ist da. Alles suboptimal, ich habe nur einen halben Tag frei, wir haben einen Workshop, haben wir verschoben. So, dass ich am Vormittag wenigstens reinnehmen kann. Jetzt bin ich am Vormittag zwar daheim, aber muss Nachmittag den ganzen Tag ins Büro. Und morgen Vormittag geht es weiter. Jetzt habe ich quasi heute Vormittag frei und morgen Nachmittag. Am Nachmittag heute kommt eine deutsch sprechende Mitarbeiterin von einem Umzugsunternehmen, die Elke dann unterstützt. Und morgen schauen wir mal, wie wir es machen. So, wir waren gerade oben, der Containerfahrer. Ich habe praktisch einen Container von dir gestellt und ist wieder gefahren. Und jetzt wird es wieder nichts. Bin gespannt, wie das weitergeht.
Garage. Garage. Schachteln. Schränke. Radl. Bin ich der Fernseher. Schachteln. Juhu, Schachteln.